Ich heiße Ousmane Sesay. Ich komme ursprünglich aus Gambia. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland, in München. Derzeit besuche ich einen Spezialkurs an der Münchner Volkshochschule, um die deutsche Sprache sehr gut zu sprechen und auch die Grammatik sehr ausgezeichnet zu beherrschen. Außerdem arbeite ich auch in einem bayerischen Restaurant als Barkeeper und die Arbeit gefällt mir sehr. Ich fange ab September meine Ausbildung als Fahrdienstleiter in den Deutschen Bahn an. Dann nach der Ausbildung also werde ich wahrscheinlich ein paar Jahre arbeiten und dann danach in der Zukunft würde ich gerne mein eigenes Fitnessstudio haben, um die Leute zu motivieren, zu helfen, also wie man gesund zu bleiben sollte. Es gibt diese Herausforderung in Deutschland, dass man immer richtig hard work. Es ist sehr wichtig und ich finde das cool. Und das hat also mein Leben ehrlich verändert. Bei uns zum Beispiel, manche Frauen bei Ehefrauen sollen zu Hause bleiben und der Mann arbeitet. Und hier ist ganz komplett anders in Deutschland. Hier muss also beiden Männern und Frauen arbeiten, die Gleichstellungsgesetze also behandeln. Und ich finde das sehr gut. Ich bin ganz anderer Mensch geworden, weil ich kann mich selber alleine stehen und ich kann alles machen, was ich will. Und früher in meiner Heimatland, es gibt manche Dinge, die ich ehrlich nicht respektiere. Aber hier in Deutschland, ich finde das egal was, egal wo man herkommt, wir sind alles gleich und man muss das respektieren. Und so immer so versuchen, pünktlich in der Arbeit oder in einem Termin, ist es sehr wichtig. Bei uns ehrlich zu sagen, wenn zum Beispiel jemand einen Termin um 3 Uhr hat, kommt wahrscheinlich um 4 oder 5. Ich bin ehrlich momentan sehr begeistert. Und wie ich jetzt lebe und so, dass ich viele Dinge alleine machen kann. Genau, und kenne ich schon viele deutsche Leute. Am Anfang, ehrlich, war ich langweilig, war dann, konnte ich die Sprache nicht sprechen. Und ich hab immer davor Angst, mit den Leuten zu reden, weil ich bin immer so mir nicht so sicher, ob ich die Worte richtig sage oder nicht. Ja, aber jetzt bin ich also sehr selbstbewusst. Ja, ich habe also diese Durchhaltevermögen, also alleine alles zu schaffen und so. Ja, ich finde das ehrlich super gut.